Herzlich willkommen. 45, Mass Effect 2 auf Bergen oder Bänkenstein, Bergenstein. Ich hab's nicht gemerkt. Ah, oh, nur wir beide. Das wird ja ganz romantisch. Ich weiß gar nicht mehr, was ihr Problem war. Sie sehen toll aus, Miss Allison Gunn. Hawk wird den Blick gar nicht mehr von Ihnen abwenden können. Naja, das war ja so ein Ball, ne? Was soll die Verkleidung? Ich nehme an, es gibt einen Grund für diese Verkleidung. Gepanzert würden Sie bei einer Party der höheren Gesellschaft etwas deplatziert wirken, meinen Sie nicht? Sie sehen toll aus. Sie sollten so etwas öfter tragen. Oh, Mr. Hook. Nochmal, mit was für einem Mann haben wir es zu tun? Hawk ist ein Waffenhändler und Schmuggler. Er hat meinen Partner getötet und seine Greybox gestohlen. Davon abgesehen ist er gar nicht so übel. Reich, charismatisch und jederzeit bereit, einem Mann den Schädel aufzumeißeln, um an die neuralen Implantate im Inneren zu kommen. Allison Gunn? Allison Gunn ist wohl meine Tarnidentität. Sie leiten eine kleine, aber professionelle Söldnertruppe in den Terminus-Systemen. Genau solche Leute respektiert Hawk. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen einen Ruf zu verpassen. Papiere, Zeugen, ein Artikel im Wochenblatt für harte Kerle. Solange Sie mit ihm nicht übers Geschäft reden, sollte es keine Probleme geben. Wie läuft der Plan? Jetzt wäre vermutlich ein guter Zeitpunkt, um mir die Einzelheiten zu verraten. Sie waren wirklich sehr geduldig. Unser Freund Hawk gibt eine Party für seine engsten Freunde. Ein paar Dutzend der übelsten Lügner, Betrüger und Massenmörder, denen man begegnen kann. Und sie alle bringen Geschenke, um dem Allergrößten von ihnen zu huldigen. Unser Tribut ist eine entzückende Statue ihres alten Freundes Saren, mit liebevollen Details und voller Waffen und Panzerung bis unter den Rand. Sie können ihre Pistole behalten, solange sie sie verstecken. Wegen sowas machen die keinen Ärger. Wenn wir drin sind, geht's zur Tür zu Hawks Tresorraum, irgendwo hinter dem Ballsaal. Dann ermitteln wir die Sicherheitsmaßnahmen und schalten sie der Reihe nach aus. Die Statue wird auch da sein und darauf warten, dass sie sie öffnen und sich ausrüsten. Dann geht's bei einem Walzer in den Tresorraum und wir holen KGs Greybox zurück. Und ich bekomme endlich Gelegenheit, mich zu verabschieden. Das ist kein einfacher Raub. Sie haben hart an dieser Sache gearbeitet. KG muss Ihnen viel bedeutet haben. Ist das so offensichtlich? KGs Greybox enthält viele unbezahlbare, persönliche Erinnerungen. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Aber das Geheimnis, das er entdeckt hat, ist gefährlich. Wenn es nicht so wäre, hätte ich sie nicht hergebracht. Das dürfte interessant werden. So ist es gedacht. Dieses Star Wars-Geräusch hier. Wir sind da. Nach Ihnen, Miss Gunn. Danke. Kazumi. Moment bitte, Ma'am. Es scheint ein Problem mit der Statue zu geben. Gibt es hier ein Problem? Nein, Mr. Hawk. Wir führen nur einen Scan durch. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Donovan Hawk. Allison Gunn. Allison Gunn. Sehr erfreut. Sir, die Scanner registrieren überhaupt nichts. Unsere Gäste sind sicher nicht den weiten Weg von Ilium gekommen, nur um Ärger zu machen, oder? Sie dürfen passieren, Miss Gunn. Schließlich haben Sie eine Einladung. Aber Ihre Begleiterin muss ich bitten, draußen zu bleiben. Das verstehen Sie hoffentlich. Natürlich. Kein Problem. Sie sind der Gastgeber. Genießen Sie die Party. Nun, das ist nicht so gelaufen, wie erwartet. Warum hat es abgewiesen? Irgendeine Idee, warum er sie weggeschickt hat? Nein. Wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Und niemand weiß, wie ich aussehe. Er ist nur vorsichtig, nehme ich an. Kann's ihm nicht mal verdenken. Ich schaff das alleine. Keine Sorge, ab hier komme ich schon alleine zurecht. Das ist gut. Sie müssen nämlich ab jetzt alle Gespräche selbst führen. Ich bleibe außer Sicht und dennoch so nah bei Ihnen wie möglich. Wir halten Funkkontakt, nur für den Fall, dass etwas schief geht. Wir müssen die Tür finden und rauskriegen, welche Sicherheitsmechanismen es gibt. Dann überlegen wir uns den nächsten Schritt.
Wie haben Sie bloß die Lage auf Aleph in den Griff bekommen? Ach das, ein bisschen Gewaltanwendung, ein bisschen Druck und bumm, erledigt. Zum Glück. Hey, Miss Gunn. Wir müssen den Tresorraum untersuchen, Gunn. Mit Gunn können Sie später plaudern. So, das ergeht noch. Was halten Sie von diesem Archangel? Ich habe gehört, dass er tot ist oder verschwunden oder so. Ein Glück kann ich nur sagen. Sehr hübsch. Hier drin ist mehr, als ich erwartet hatte. Schlechte Erinnerung. Passwortgeschütztes Stimmenschloss. Kinetische Barriere. DNS-Scanner. Vermutlich aus der EX-700-Reihe. Alles, was ein Tresorraum braucht, um unbezwingbar zu sein. Haben wir jetzt ein Problem? Ich bitte Sie. Haben Sie vergessen, wen Sie vor sich haben? Für das Stimmenschloss brauchen wir eine Stimmprobe. Dazu müssen Sie mit Hawk ein Schwätzchen halten. Und das Passwort müssen wir auch beschaffen. DNS? Kinderspiel. In Hawks Privaträumen finden wir bestimmt jede Menge DNS-Proben. Und die Barriere? Strom abschalten. Klappt immer. Müssen wir nur finden. Keiji würde mit so einem System im Schlaf fertig. Und ich bin noch besser. An die Arbeit. Dann rede ich mal mit ihm. Sieht aus, als würde das Stromkabel der Barriere hier unter dem Boden verlaufen. Ich stelle Ihr Universalwerkzeug so ein, dass es auf elektromagnetische Felder scannt. Mr. Hawks Privaträume sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Auf Wiedersehen. Also schön. Genießen Sie die Party. Privaträume. Da müssen wir rein. Dort ist die Chance am größten. DNS von Hawk. Da ist er. Sie müssen nur dafür sorgen, dass er lange genug redet, damit ich eine Stimmprobe nehmen kann. Lassen Sie Ihren ganzen Charme spielen, Chip. Wenn Sie soweit sind, geht's los. Er ist bereit. Nach Ihnen. Miss Gunn, schön Sie zu sehen. Hoffe, die kleine Szene an der Tür Ihnen nicht den Abend verdorben. Kein Problem. Vergessen Sie es einfach. Freut mich, dass es Sie nicht beleidigt hat. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe noch keine brauchbare Probe. Er muss weiterreden. Ich flirte mit ihm. Ich würde Sie mit Sicherheit nicht als beleidigend bezeichnen, Mr. Hawk. Sie kennen mich nicht besonders gut, oder? Vielleicht können wir daran ja gemeinsam etwas ändern. Verlockend. Aber diesen Luxus können wir uns beide leider nicht leisten. Die Leute von heute wollen Bequemlichkeit, Unterhaltung, Liebe. Sie begreifen nicht, dass die Galaxie ein empfindliches Konstrukt ist. Sie müssen sich nämlich nur um ihren unmittelbaren Luxus kümmern. Und warum? Weil Leute wie ich und Sie all die schrecklichen Dinge erledigen, damit die Galaxie sich weiterdreht. Diese Party ist für uns. Die Putzkolonne. Die Garanten für die trügerische Illusion, in der Galaxie herrsche Frieden. Möge es immer einen Markt für unsere Güter und Dienstleistungen geben. Jetzt haben Sie ihn aber wirklich zum Reden gebracht. Wir haben genug für eine Stimmprobe. Lassen Sie ihn gehen. Genießen Sie die Party, Miss Gunn. Sobald wir das Passwort haben, kommen wir damit an dem Stimmscanner vorbei. Man sagt... Diese Tür führt in einen Sicherheitskontrollraum. Ich kümmere mich um das Schloss. Erledigt. Danke. Bin bereit, wenn Sie es sind. Hecken. Hochsicherheitsterminal. Unüberwindbar. Sie dürfen hier nicht rein. Mach sie fertig. Da kommt jemand. Ich habe Schilde verloren. Ich sehe sie. Sie haben das, ich habe dasselbe Problem. Hier gibt es zu viele Passwörter, da kennen sich keiner mehr aus. Das Passwort für heute Abend lautet Berugia und das ist nicht leicht zu merken. Ist aber kein Problem, durch den Stimmscanner kann sowieso nur Hook mit dem Passwort was anfangen. Trinken wir nach der Party ein Papier zusammen, sag ich Bescheid. Haben Sie was? Das Passwort lautet Perugia. Hm.
So hieß der Mann, der die Mona Lisa gestohlen hat. Hübsch. Ich habe ihre Funkanlage angezapft. Das können wir vielleicht noch brauchen. Und jetzt nehme ich Hocks Stimmprobe und... Geschafft. Jetzt können wir den Stimmscanner austricksen. Ja. Aber wir brauchen noch einen anderen Stuff. Mr. Hocks Privaträume ich habe eine sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Ich habe eine Freigabe und darf hinein. Mit wessen Genehmigung? Mr. Hocks. Hock hat mir die Genehmigung zum Betreten erteilt. Hock kennt die Vorschriften. Sie kommen nicht rein, solange mein Kommandant es nicht genehmigt. Genießen Sie die Party. Es muss eine Möglichkeit geben, da reinzukommen. Sehen wir uns um. Mr. Hock. Sekunde. Damit müsste die Barriere erledigt sein. Okay. Private Dreams. Wir können uns während der Party unmöglich rausschleichen. Alles ist hermetisch abgeriegelt und Sicherheitschefin Rowe hat Dienst. Sie wird es niemals zulassen. Ich stehe lieber rum und langweile mich zu Tode, als ihren Zorn zu riskieren. Tut mir leid. Chief Rowe, huh? Die scheint ziemlich hart zu sein. Hm. Ich habe eine Idee. Mr. Hawks Tresorraum soll ja ganz exquisit sein. Wer sagt das? Er lässt doch keinen auch nur in die Nähe. Okay, ich muss mal kurz gucken, auf welche Taste ich welche Fähigkeit gelegt habe. Schild, Brandmunition, Sturmangriff. Okay. Stealth-Angriff. Okay, geht's nicht hin. Was hat mir das Mord gebracht? Schau mal die Waffe weg. Kann nicht anvisieren. Stell ich mal die Waffe weg. Stell ich die Waffe weg. Wie stecke ich die Waffe weg? Kann das Ziel nicht erreichen. Verstehe. Suchen Sie nach allem, wo sich verwertbare DNS befinden könnte. Aber bitte schnell und leise. Keine besonders tolle Speichelprobe, aber dennoch verwertbar. Aber für den Scanner brauchen wir mehr als das. Leer. Schade. Ein Zigarettenstummel wäre zu schön gewesen. Holographisches Terminal. Hier ist nichts zu finden. Keine DNS, aber... Hock hat anscheinend versucht, KGs Greybox zu knacken. Offenbar übersieht er irgendwas. Bisher hat er die Verschlüsselung noch nicht geknackt. Ja, umgehe ich mal sein Wandressort. Die Putzkräfte wagen es nicht, solche Schätze zu berühren. In dem Staub finden wir bestimmt Tauzellen. Möglicherweise sind sie kontaminiert. Wir sollten eine weitere Probe suchen. Sauber. Das ist eine Pflanze. Ja, und? Guten Morgen. Zeit zum Aufstehen. Verdammt. Stirb doch mal. Wir sind hier fertig.
Okuta Entschlüsselung Projekt Update. Update. Es gibt nicht viel zu berichten. Wir haben es mit Wörterbüchern im 4800 galaktischen Sparen versucht. Die Recherche über Okutas Familie hat auch nichts gebracht. Es ist unwahrscheinlich, dass wir mit dem Zufallsprinzip etwas erreichen. Wenigstens nicht zu unserer Lebenszeit. So wie die Greybox-Technologie funktioniert, könnte es sogar sein, dass der Entschlüsselungscode überhaupt kein Passwort ist. Es könnte eine Erinnerung sein, ein Gefühl, sogar ein Geruch. Es gibt endlich viele Möglichkeiten. Ich schlage vor, wir beschäftigen uns mit Alternativmethoden zum Knacken der Sicherheit. Wahrscheinlich finden wir Hawks DNS auf seinem Datenpad. Er scheint davon geradezu besessen zu sein. Das müsste ausreichen. Nichts wie raus hier. Sehe ich genauso. Jetzt kommen wir schön an der Wache wieder vorbei. Oder auch nicht. Ich wundere mich, dass keiner diese Schießerei hier hört die ganze Zeit. Wie wir am Rumballern sind. Aber okay. Jetzt sollten wir ja alles haben. Es hat geklappt. Die Barriere ist unten. Ich kümmere mich um die Überwachungskameras. Gehen Sie vor und ziehen Sie sich an. Okay. Na, wer so wie es ist. Dann liebt wohl jemand ein paar Statuen. Das ist also Hawks Tresorraum. Sehr hübsch. Dieser Scanner spürt die Greybox auf. Sie ist ganz in der Nähe. Oh mein Gott, da ist sie. Bemühen Sie sich nicht, Miss Goto. Ein Codeschloss. Ich hatte schon an der Tür den Verdacht, dass Sie es sind. Und dass Sie es dann bis hierher schaffen würden, war klar. Sie kennen mich. Ich enttäusche andere nur ungern. Ich brauche den Inhalt Ihrer Greybox, Kazumi. Und Sie wissen, dass ich Sie dafür auch töten würde. Ihre Fähigkeiten sind beeindruckend, das muss ich zugeben. Sie sind in meinen Tresorraum eingedrungen, als hätte er... Nein! Habe ich Ihre Aufmerksamkeit? Jetzt sagt er nichts mehr. Tötet sie! Da kommen sie! Oh, das ist die falsche Waffe. Andere Tier. Gehe auf Tauchstation! Liege unter schwerem Beschuss! Thank you.
Baupläne. Ne, im Osten befindet sich ein Landeplatz. Nichts wie raus hier. Joker, hierher mit dem Shuttle. Sofort. Nichts wie weg von hier. Nein, nicht wieder sowas. Fuck. Ich dachte, ich überlebe den Schuss. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.